Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen im Haus mit dem Rosensofa und ganz liebe Grüße an Nele, die sich dieses Video gewünscht hat. Und zwar geht es um, Arbeitstitel war Kleines Täschli von Prachmais. Inzwischen hat es einen Namen, es heißt Prachmaisli. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und es sieht so aus. Ihr seht, die ist gar nicht ganz klein. Das Schnittmuster ist ein DIN A4 Blatt. Also könnt ihr euch, seht ihr ja jetzt, wenn ich es in der Hand habe, wie groß es wirklich ist. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. So, wenn ihr bei Google Prachmais eingebt, dann taucht unter anderem hier die Nähwerkstatt auf. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar ist das eine Nähwerkstatt von Simone, die aus Maisbrach kommt und das ist in der Schweiz. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich da nicht wohne, weil das ganz, ganz zauberhaft beschrieben ist hier alles. Sie gibt unter anderem Nähkurse für Kinder. Und die nähen da nicht nur tolle Sachen, ich glaube, die haben auch echt viel Spaß dabei. Also vielleicht, wenn ihr da lebt, ist das was für euch. Ich finde das großartig. Dann gibt es, und das ist die Seite, die uns interessiert, die Do-it-yourself-Seite. Und das sind kostenlose Schnittmuster für euch. Einmal erklärt sie hier, wie man Stiefelstulpen machen kann, und zwar sehr ausführlich. Dann kommen hier Kissen aus Geschirrtüchern, auch ausführlich erklärt. Und irgendwann, also hier ist noch so ein Lichterbeutel mit einer Kerze drin. Und dann kommt irgendwann hier unten unser kleines Täschli. Da. Und das wollen wir nähen. Ah, es hat einen Namen. Prachmaisli. So süß. Die Stoffe sind auch toll und die Applikation ist natürlich auch super toll. Sowas habe ich jetzt nicht hier. Ich habe mir eine andere rausgesucht und das zeige ich euch gleich. Es gibt noch einen Prachmais-Shop. Da könnt ihr vielleicht auch mal drauf gucken, wenn ihr mögt. Und dann gibt es den Blog Herzensschwestern. Da ist sie mit bei. Und da erzählt sie unter anderem von einer Handarbeitsmesse und von diesem Buch. Das habe ich erst missverstanden, aber das ist, haben sie nicht selber gemacht, sondern das haben sie gekauft und stellen das hier vor. Und guckt ihr, Rezepte aus dem Großer Haus, das habe ich auch sofort bestellt und das ist tatsächlich ein ganz schönes Buch. Und darunter kommt dann eben die Handarbeitsmesse, ich meine in Basel war das, genau, Kreativmesse. Und es ist alles unglaublich schön erzählt und beschrieben. Und dann gibt es noch diese Seite, das ist auch ein Blog von ihr und der heißt Wildwuchs und da geht es ums Essen. Vegetarisch, vegan, rohköstliches. Also wer da Interesse hat, hat hier bestimmt, findet hier bestimmt was Tolles. So, und jetzt geht's an den Nähtisch. So, hier seht ihr meine zugeschnittenen Stoffe. Ich muss gestehen, ich wusste wieder nichts mit der Anleitung anzufangen beim ersten Lesen. Ich brauche halt manchmal länger, aber es ist tatsächlich sehr gut erklärt und man kann es begreifen. Ihr nehmt euch ein DIN A4 Blatt und unterteilt das. Und ich habe es jetzt so gemacht, wie da vorgeschlagen ist, und faltet euch das so hin. Und das ist nachher die Größe vom Täschchen. Da, wo das hier diese Lücke ist, ist der Reißverschluss. Soweit, so gut. Und jetzt ist es nämlich so, dass dieses Teil das Vorderteil ist. Wenn man es zusammenfaltet, ist es ja auch ganz logisch. Und das obere Teil mit dem kleinen da drüber, also diese beiden Teile zusammen, das ist die Rückseite. Und die habe ich aus diesem Plüschstoff geschnitten. Und das beides habe ich mit Nahtzugaben geschnitten. Also ich habe jeweils 1 cm rundherum gegeben, sodass beides zusammen, wie auch da steht, etwas größer ist als eine DIN A4 Seite. Und das dunkelgrüne ist mein Futterstoff und der soll ein ganzes Stück, also ich habe rechts und links 1 cm dazu gegeben und der soll aber ein ganzes Stück länger sein als eine DIN A4 Seite und das ist er auch, könnt ihr ja sehen, der geht hier ein Stück runter und da ein Stück nach oben, das wird erst später zurückgeschnitten. Und dann habe ich mir, das ist ein Bügelbildchen, und dann habe ich mir nochmal einen Kreis ausgeschnitten aus meinem Rückseitenstoff und das wird dann meine Applikation. Gut, es geht los, wir nähen die beiden Außenstoffe zusammen. Rechts auf rechts zusammenlegen und hier einmal rüber nähen. Dabei am Anfang und am Ende verriegeln. Das sieht jetzt so aus. Ich bügel gleich die Nahtzugabe etwas auseinander. Jetzt könnt ihr euch das schon mal zusammenfalten, wie es nachher aussehen soll. Also das ist ja meine Vorderseite und da ist nachher der Reißverschluss zwischen.
Also kommt so rum die Applikation darauf, wenn ihr denn auch was applizieren wollt. Ich habe mir jetzt diesen Kreis ausgeschnitten. Da nehme ich jetzt ein Stück Flisofix. So, ich nähe jetzt mein kleines Indianernähmädchen hier auf meinen runden Kreis. Einfach mit ein paar, also erstmal bügele ich das fest. Das ist ja fest zu bügeln. Und dann versuche ich aber schon an ein paar Stellen mit einem schwarzen Faden das noch festzunähen. Und dann kommt hier auf die Rückseite von meinem Stoff das Flisofix. Das oben ist das Papier, unten ist die Klebefläche. Also die Klebefläche muss auf die Rückseite von meinem Stoff festbügeln. Dann könnt ihr dieses Trägerpapier abziehen und könnt das Ganze dann natürlich richtig rum auf euer Täschchen bügeln. Das ist jetzt ein einfacher Zickzackstich. Die Stichlänge habe ich auf 0,3 runtergestellt und die Stichbreite auf 4,0 hochgestellt. Und so nähe ich jetzt einmal ganz drumherum. So sieht das jetzt aus. Ich finde es jetzt schon ganz süß. Jetzt könnt ihr hier ein Label anbringen. Wenn ihr das, wenn das nachher so aussehen soll, klappt ihr es so rum. Und dieses Stück könnt ihr sehen, das ist ein paar Millimeter, 4-5 Millimeter breit und die Naht ist nachher breiter. Also müsst ihr gucken, dass ihr vorher ausmesst, wie weit es in die Mitte gucken muss, damit man nachher auch wirklich alles davon sieht. Also ich messe mir jetzt hier 0,75 cm ab und nehme mir hier mein Label fest. Natürlich klappe ich vorher das Täschchen auseinander, sonst habe ich das ja an der Stelle zusammengenäht. Also nähe ich mir das jetzt so einmal hier fest. So, jetzt braucht ihr einmal euren Außenstoff und einmal euren Futterstoff und einen Reißverschluss. Ich lasse den jetzt extra so zusammen, damit ihr, wenn ihr keinen Endlosreißverschluss habt, auch seht, wie man das einnäht. Und zwar legt ihr den Futterstoff mit der rechten Seite nach oben. Also die schöne Seite guckt mich an. Dann wird der Reißverschluss hier oben angebracht. Das könnt ihr stecken, das könnt ihr klammern oder kleben. Ich klebe. Dann legt ihr das Außenteil mit der rechten Seite nach unten. Auch hier oben an der Kante an. Auch festklammern, stecken, kleben. Und dann wird hier mit einem Reißverschlussfüßchen einmal rüber genäht. Und zwar am Anfang und am Ende verriegeln. Ganze wieder zurückschlagen. Wenn es nicht so gut liegt wie bei mir, hier dann einmal bügeln und ansonsten knapp kann ich hier einmal rübernähen. Also ich nähe jetzt hier auf dem roten Stoff, fange hier an bis hier. So, jetzt legt ihr das so vor euch hin, dass der Außenstoff nach rechts guckt und der Innenstoff, der Futterstoff nach links. Dann könnt ihr den Außenstoff hochklappen und hier wieder an die Kante vom Reißverschluss stecken. Also so, dass das wirklich Kante an Kante ist und natürlich darauf achten, dass das hier gerade ist. Und dann könnt ihr das so hinlegen und den Futterstoff auch bis oben an die Kante stecken. Ich klebe mir das wieder, ihr könnt es aber auch stecken oder klammern. Und dass hier unten ein Stück Futterstoff rausguckt, so soll das sein. Also so gehört. Wenn ihr das gesteckt habt, wieder mit einem Reißverschlussfüßchen hier anfangen, einmal quer rüber nähen am Anfang und am Ende verriegeln. Das sieht jetzt so aus. Jetzt wird das einmal rumgedreht. Macht den Reißverschluss ein ganzes Stück auf. Und hier unten hatten wir ja schon knappkantig abgesteppt. Das machen wir hier oben jetzt auch. Also wieder erstmal in Form bügeln und dann einmal von dort nach dort ganz knapp auf dem Stoff einmal absteppen. Sieht jetzt so aus, schon ganz süß. Jetzt wird das Ganze auf links gewendet.
Also ich habe tatsächlich das nur abnähen können. Ich hatte den fast auf den Reißverschluss, habe dann von der Seite genäht bis etwa hier. Und dann ging es nicht weiter. Und dann habe ich von hier bis hier nochmal genäht. Dann könnt ihr den Reißverschluss auch wirklich so lassen, wie er ist, also geschlossen. So, auseinanderfalten. Der Reißverschluss ist in der Mitte. Ein Stoff liegt auf dieser Seite und der andere auf der anderen. Und jetzt müsst ihr bei dem Außenstoff wirklich die Naht nach unten legen. Also so, dass das hier unten mit der Naht abschließt. Dann kommt hier oben nämlich ein Stück von dem Außenstoff ja wieder hoch. So ist es ja gedacht. Jetzt den Futterstoff auf den Außenstoff klappen. Schön darauf achten, dass der Reißverschluss wirklich da ist, wo er hin soll. Und der Futterstoff ist hier immer noch etwas länger als der Außenstoff. Also, ich zeige es nochmal. Ich habe diese Naht, das ist der unterste Teil von meinem Außenstoff, habe das hier hochgezogen, so dass hier oben der Außenstoff, ich drehe das gleich mal um, dann könnt ihr sehen, der Außenstoff geht etwas über den Reißverschluss drüber. Dann wird der Futterstoff da so drauf platziert, dass der hier erstmal noch so ein Stück nach oben geht und der Rest nach unten weg. Und wenn man das jetzt umdreht, dann könnt ihr sehen, dass eben hier so ein Stück vom Außenstoff nach oben geht erstmal, das hier unten mit der Kante endet quasi, das ist ja meine Nahtzugabe, und hier guckt Futter raus. Und das Futter hier unten wird jetzt einmal zerschnitten. Also oben schön festhalten und behende, beherzt. Kann ich jetzt so schlecht wegen dem Stativ. Also einmal teilen. So, zerschnitten habe ich das. Jetzt braucht ihr am besten ein Stück Schneiderkreide, Textilmarker oder einfach ein Bleistift. Und jetzt wird auf der Höhe, wo diese Naht ist, also könnt ihr sehen, da ist meine Naht. Geht ein Stück weiter runter noch. So. Da zeichne ich mir einen Strich ein. Passt. Und auf dem Strich, also erstmal schön zusammenstecken mit ein paar Stecknadeln, auf dem Strich wird jetzt genäht. Ihr fangt hier an, verriegelt das, näht bis etwa hier, lasst dann eine Wendeöffnung von 5 oder 6 cm, können auch 7 sein, dann fangt ihr hier wieder an, verriegeln bis hier und hier nochmal verriegeln. Und die Nahtzugabe kann bis auf die Wendeöffnung dann zurückgeschnitten werden. Ich zeige euch das. Ihr seht, habe ich nicht ganz die Mitte getroffen. Ich bin sogar ziemlich weit davon entfernt, aber das ist egal. Solange ihr nicht direkt am Rand irgendwie eine Wendeöffnung habt, ist es okay. Ich habe, wie ihr seht, ich habe das hier zurückgeschnitten, halber Zentimeter vom Stoff steht ungefähr. Und da, wo die Wendeöffnung ist, lasst ihr eben mehr Stoff stehen. So, jetzt faltet ihr das Ganze wieder zusammen, wie es eben schon mal war. Ich fange wieder an, indem ich meinen Außenstoff hier schön hinlege. Und dann kommt der Futterstoff da drauf. Jetzt sieht der Außenstoff natürlich viel mehr aus, weil ich da die Nahtzugabe noch nicht zurückgeschnitten habe. Das könnt ihr ignorieren. Also das ist genau richtig, weil die beiden Nähte passen zueinander. Hier die Naht und die Naht, die liegen aufeinander. So, jetzt stecke ich mir das rechts und links und da wird auch genäht. Also ihr näht einmal von hier oben bis nach unten, schön verriegeln und dann einmal von dort bis dort. Und dann näht ihr durch alle 4 Stofflagen durch. So, Nahtzugabe zurückschneiden. Auf dieser Seite habe ich das schon gemacht. Hier mache ich es noch. Erstmal immer einmal quer zur Ecke.
Hier schneide ich den Reißverschluss mal ab. So. Und dann das Ganze einkürzen. Ihr müsst darauf achten, dass ihr vor allen Dingen an den Ecken nicht zu dicht an die Naht geht, sonst verletzt ihr die. So, jetzt könnt ihr das Ganze wenden durch die Wendeöffnung. Das ist so süß, oder ist es nicht süß? Und es fühlt sich gut an, weil ich diesen Plüschstoff da habe. Ja, das ist also ein echtes Kuscheltäschchen, vor allen Dingen eben auch von hinten. So, jetzt müssen wir natürlich noch die Wendeöffnung schließen. Dazu holt ihr euer Futter noch einmal raus. Klappt die Nahtzugabe nach innen. Am besten bügelt man sich das einmal gerade hin. Und dann könnt ihr, wenn ihr nicht so viel Lust habt, mit der Hand zu nähen, da einmal mit der Maschine drüber nähen. Ich nähe das mit einer Matratzennaht zu. So sieht das jetzt bei mir genäht aus. Jetzt könnt ihr das Futter wieder zurückstecken. Die Ecken nochmal schön ausarbeiten. So, letzter Schliff. Ja, ich habe hier so ein kleines Bändchen. Die Enden so ein bisschen einschmelzen. Oder ihr macht einen Knoten rein. Durch den Reißverschluss ziehen. Knoten. So, damit ist das Täschchen fertig. Ich finde das wirklich ganz, ganz zauberhaft. Ich freue mich wie immer, wenn ihr bei Facebook seid, über Bilder auf meiner Facebook-Seite. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.